Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen aus dem Team PietSmiet. Und heute schauen wir uns natürlich an, PietSmiet kocht. Und zwar In dem Fall, PietSmiet kocht Lammkarree. Lammkarree? Oh ja. Mit der Überschrift üble Täuschung. Ich weiß nicht, was die Täuschung okay, ist. Okay, da bin ich jetzt aber auch mal. Hab ich irgendwas wieder gemacht? Wir werden sehen. Also ich hab nicht gemacht, weil ich kein Lamm mag. Oh, stimmt, Christian war nicht dabei. Och, die sind aber so süß, die Kleinen. Ja, deswegen kann man die ja Liebe lassen. Leben lassen. Okay, Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, warte, ich muss ja klatschen. Was geht da begann? Peter, du kannst zum Synchronisieren, kannst auch schlürfen aus dem Ding. Weißt du? Okay. Ich glaube, damit klatschen müssen wir uns wirklich abgewöhnen. Dann wird halt immer mit reingepackt. Wir können uns was Neues überlegen. Stimmt. Pupsen. 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 So ein Armfurz. Ja, pupsen mit Pupsen. Zwei Leute. Ja, das kann ich nicht so gut. Ja, kann ich gar nicht. Genau das ist wie küssen. Es gibt Leute, die können das mit dem Ohr, Peter. Was? Oh ja, ja stimmt. People. Ja, wir haben Folge PietSmiet kocht, eurem Kochformat, wo ihr noch was lernen könnt. Heute machen wir Lammkarree. Das ist Ziege, ne? Oder war das Schaf? Lamm ist scharf. Wir essen jetzt Babytiere. Oh Gott, das ist grausam. Wuhu! Chicken Nuggets! Yay, sie ist auch am Start. Wir machen heute ein crazy Zeug. Das wird. Es ist mal nass. Es ist scheinbar nass. Sehr gut. Wir machen Lammkarree, was ja schon ein bisschen was außergewöhnlich ist. Mit Rotwein. Was nicht außergewöhnlich, aber sehr toll ist. Das ist noch die Party-Dingens. Die hatte Peter doch zum 10-Jährigen aufgehängt im Februar. Ich glaube, das ist dieses, was wir letztens hatten, dieses gelbe Teil, womit du Fliegen fängst, weil der dann Penner fängt da er immer seine Haare. Fliegenfänger ist da nicht. Die stinken immer so eklig. Was ist das? Das ist Party-Deko, ja. Was ist das braune? Rechts unten? Rechts unten. Kaffeefilter-Ding. Ja, das ist für frischen Kaffee, der dann quasi gemacht wird. Was ist das in der Mitte? Ja, das bin ich! Das benötigen wir. Lammkarree ist übrigens übel schwer zu bekommen. Deshalb habe ich heute Lammlachs hier am Start. Ich glaube, das ist aber auch ganz lecker. Lammkarree? Sag doch einfach, dass du Lammkarree, dass dir das zu fertig ist und du lieber die Filet-Variante. Nee, ich hab's nicht gekriegt. Hast du es echt nicht gekriegt? Ich hab's nicht gekriegt. Ey, Tipp für dich, kreuzers.eu. Ja, da war es ausverkauft, weil ihr ganzen Nubbels das alles schon wegbestellt habt. Okay, das kann natürlich sein. Auch beim Metzger hab ich's nicht gekriegt. Einfach heißt dann einfach Filet. Also ist halt, weil letztes Mal haben wir mal Schwein gemacht, da war halt auch Schweinelachs, ne? Ja, Filet. Ich glaube, das ist zumindest. Ich weiß nicht, ob es wirklich 1:1 Filet ist, aber es ist auf jeden Fall Lammf. Lachs, wirklich? Ja, genau, warum sagt man dann ja, nicht Lammfilet? Ja, das heißt Lammlachs. Heißt das nicht Lammrücken? Ich habe noch nie Lammlachs Lachs gesehen. Nicht im Wasser und schwimmt? Was ist denn ja, Schweinelachs? Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, Schweinelachs ist halt mageres Schweinefleisch. Das ist halt ein geiler ein Fisch, der König der Ozeane. Das ist halt ein bestimmter, das ist quasi das Lummersteak. Das ist quasi, es gibt viele Begriffe dafür. Als keine Lachs Ahnung. Wird küchensprachlich ja der Kernmuskel lebt. Des Rückens von Schlachttieren bezeichnet. Ah, dann ist Lammrücken dasselbe wie Lammlachs. Man sieht doch im März dann immer, wenn der Schweinelachs den Rhein aufwärts schwimmt. Ist auf jeden Fall auch mager. Es ist Bestandteil des Rippenstücks. Ja, dann bin ich ja mega nah dran. Ja, ist halt ohne Fett und so. Das ist mager. Das habe ich gestern vakuumiert. Das war tiefgefroren vorher noch. Also habe ich es auftauen lassen, vakuumiert mit ein bisschen Olivenöl und Thymian, wie es im Rezept steht. Und ja. Unser Name also, haben wir von kreuzers.eu. Wenn ihr auch Bock habt auf eine Prime-Mitgliedschaft da, dann nutzt gerne den Code PietSmiet, kleinschreiben, und gönnt euch da ein bisschen leckeres Fleisch. So macht man Olivenöl, das. Olivenöl, Thymian, Balsamico-Essig in hoher Qualität. Ich habe das auch gesagt. Knoblauch. Ja, ja, ich habe das auch letztens nochmal versucht und habe mich da völlig verzettelt und war so, ey, bei kreuzers.eu, da kriegt ihr so Fleisch und könnt den. Ja, perfekt, warum wird das nicht reingeschnitten? Was soll das denn? Nächstes Mal. Eigentlich Lammfond, aber ich habe Kalbfond. Und Rotwein. Oha. Oha. Der 2018er-Jahrgang, Peter. Das ist aber der ganz feine. Ach, mein Gott. Doch nicht den Pizzawein. Guck mal die Kalbsfond bitte das sehen, ja? Statt der Pizza. Der ist aus Lyon. Wieso steht da links 2018 und oben rechts steht 2019? Aber guck mal. Ja, 2019 Silber Award genommen für Gold. Jacques Pepins Lieblingswein. Deswegen hat er den gekauft. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo wir den her haben. Ich glaube, den hat uns jemand geschenkt. Ja, Pizzawein. Ja, oder? Nee, das glaube ich ja nicht, ehrlich gesagt. Geschenkt. Und 2018. Wir haben. Oh.
Nein. Mir fällt gerade ein, wir haben eigentlich auch besseren Balsamico. Da müssen wir nicht den von Rewe nehmen. Der ist bestimmt auch sehr gut. Nehmen wir einfach den. Und dann gibt es hoffentlich leckeres Lammkarree. Also, wir machen heute Lammkarree. Ich gehe demnächst einfach zu so wildfremden Leuten hin und gebe denen einfach eine Flasche Wein. Und Balsamico. Und weil sie mein Format aufnimmt, hier bitte. Ja. Ach, scheiße. Guck mal, da rechts steht noch der gute Wodka Gorbatschow. Stimmt. Lammkarree. Ja, den habe ich zur Marinade benutzt. Da, so. Mein Gott. Wofür hast du den benutzt? Zur Marinade. Ach so. Für den Lamm. Vom Glas, vom Schottglas. Oh, wir machen heute Lammkarree, beziehungsweise wir machen morgen Lammkarree. Heute müssen wir vorbereiten für Lammkarree. Und um schon mal vorzubereiten, brauchen wir einmal Thymian, Olivenöl, Frischhaltefolie und ein wunderschönes Lammkarree, wie man es hier... Was ist das jetzt wieder? Also. Also wegen ihr etwas gesagt, was es ist wirklich durfte? Kann sein. Ui. What the fuck einfach nur. Sie baut um, sobald ich anfange aufzunehmen. Wirklich, das müsstest du mal bei ihr auf der Arbeit machen. Einfach mal da hingehen, weißt du. Hab ich ja auch schon gesagt. Einfach stören. Oder wenn sie im Zoom-Meeting ist mit irgendwelchen wichtigen Leuten. Ne? Was? Im Hintergrund staubsaugen. Mit etwas Olivenöl einreiben und das die hat sie Hälfte auch schon gefragt. Kann ich staubsaugen jetzt? So, willst du mich verarschen? Ich glaube, die will dich ärgern, Jonathan. Ja, glaube ich auch. So. Lammkarrees mit etwas Olivenöl einreiben und die Hälfte des Thymians auf dem Feuergurt gut parierten Fleisch verteilen. Was heißt ein pariertes Fleisch? Parieren. Habt ihr das jetzt pariert und damit abgewehrt? Oder man muss das Fleisch... Da brauchst du gar nicht, Sepp, weil du hast ja Lachs. Ja, das habe ich dann gegoogelt. Mega nice, hast du schon einen Arbeitsschritt gespart. Ja. Das ist voll clever. Nämlich vorher parieren, indem man hier diese Silberhaut abzieht und keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist aber nicht hier richtig, was ich hier mache, glaube ich. Ach klar. Blöderweise ist die Kamera natürlich blöd, wenn man Rechtshänder ist. Ja, das stimmt. Weil ich von links nach rechts schneide. Haut. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache oder ob ich das jetzt gerade ganz komplett Fleisch zerstöre. Also vom Prinzip her, also ich finde, ich habe das schon ganz gut gemacht. Mmh. Aber als erstes das ist Scheibe Wurst, die da an der Theke kriegst. Ja, du musst das halt vernünftig wegschneiden, sonst ist das scheiße. Aber ich wusste gar nicht, also das ist ja Lammrippchen dann, oder? Also eigentlich. Ja, quasi Spare Ribs. Ja. Genau. Ah. Nur Lämmer sind so klein, dann machst du halt das ganze Ding, damit du einigermaßen satt wirst. Wir essen in Olivenöl ein. Ich glaube, ich pinsel es am besten. Das Fleisch ein bisschen mit Olivenöl einblüllern. So drüber, drunter. Die beiden können sich jetzt lieb haben. Alter, die Kondurst dich so gerade leistet auch alles. Das Sex so ein bisschen so. Alter! Alter! Unser Körper, unser Fleisch reibt sich über. Alles gut. Oh. Alles gut. Hast du es dir genau angeguckt? Thymian dazu. Mhm. Und schön damit einwickeln. Und jetzt wickeln wir das ein und dann lassen wir das für 24 Stunden drin. Wir verteilen jetzt die beiden Seiten, mehr oder weniger. Lässt einfach hier so ein Bündel rein. Auf die Seite auch ein Bündel pariert. Und dann richtig guter Schuss Olivenöl mit rein. So, das lassen wir jetzt mal über Nacht einwirken und dann sehen wir uns morgen wieder. So, anderer Tag. Oh mein Gott, wieder Mini-Pläne. Wie anderer Tag, ist das Lilo noch genauso da. Fake, das ist fake. Das ist echt fake. Nächsten Morgen haben wir jetzt Kannst du mal ganz kurz zurückspulen? Hat er nicht die. Es sieht doch genau so aus. Alles ist gleich. Wie, da unten auf der Backofenuhr, wie spät haben wir da? Wir müssen nur gucken, wie der Thymian auf dem Blatt verteilt liegt. Ich glaube nicht, dass du das. 0,2 steht da, glaube ich. Warte. So, anderer Tag. Verrückte Mann. Ganz andere Tageszeit. Haben wir jetzt hier die beiden eingelegten Sachen. Es ist jetzt ein bisschen. Ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert irgendwie. Aber ich glaube, was? Hat sich jetzt nicht viel verändert, ja. Was? Wir haben hier unser wunderschönes Lammkarree. Guck mal, der hat sich extra umgezogen.
Wodka steht immer noch da. Haben. Ja, aber der ist anders. Ja, stimmt. Der wurde rausgedreht. Der wird ausgefüllt. Der ist rausgedreht, weil der. Wir haben der wird immer wieder. Das ist irgendwie so. Ich weiß gar nicht, von wann diese Wodkaflasche ist. Die wird immer wieder neu aufgefüllt mit irgendeinem Ingwer-Zitronensirup-Scheiß. Und wird dann ausgewaschen. Und dann sagt wieder neu sie. Befüllt. Womit denn neu befüllt? Ja, mit Ingwer-Zitronensirup. Ah, zum Trinken dann, oder was? Ja, das mischst du dann mit heißem Gesundheit. Wasser und dann ist das gut gegen Husten und Schnupfen und schmeckt richtig eklig. Das Wodka da auch gut gegen Schnupfen. Ja, so, das stimmt. Okay. Das befreien wir jetzt. Ich mache dazu niederrheinische Schmörkes. Das sind so kleine Kartoffeln, die quasi gebraten werden in der Pfanne, auch mit Schale und allem drum und dran. Also ich habe auch schon mal die Kartoffeln vorbereitet, ja. Die Rosmarinkartoffeln. Das sind Drillinge. Dazu bekommen. Ich weiß, vielleicht hätte ich den Rosmarin kleiner machen sollen. Hasi, du hast ja kein Problem mit so ein bisschen Grün zu essen, ne? Das wird super. Das ist wie so ein Tannenwald essen. Richtig, richtig toll. Was atmest du so schwer? Hä, was soll denn daran kacke werden? Du kriegst vegetarische Bratwürste. Also was kann daran kacke werden? Wie ja, die können... Pass auf, das kriege ich noch hin. Das Challenge accepted. Ah. Die versau ich dir auch. Die versau ich dir auch noch so. Der hat halt richtig schön viel hier pariert. Ich habe auf einer Seite noch ein bisschen mehr Fett abgemacht und nicht nur die Silberhaut, um zu wissen, ob das besser oder schlechter schmeckt, wenn du ein bisschen mehr Fett abmachst. Oh, ein kleiner Experimentierer, ja. Kerl. Hast du die jetzt auch markiert, dass du immer weißt, welches ist? Ne, das sieht man ja ganz gut, wo mehr Fett dran ist. Einer mehr Fett, der andere nicht. Ja, das eine wird gleich trocken sein, das andere nicht. Ein bisschen Pfeffern und in Olivenöl mit dem restlichen halben Thymianbund und 3 Knoblauchzehen rundum gut anbraten. Jetzt stellt sich die wichtige Frage, schneide ich die einzeln durch? Oder brate ich das Ganze so an? Ich weiß jetzt leider wirklich nicht, ob ich die klein schneiden soll oder nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, oh, wie so nice am Stiel dann, mega nice. Dass die halt sehr schnell durch sind. Aber vielleicht so, das ist der neue Streetfood-Snack. Ja, Mini-Magnum. Genau, dann hast du halt so ein kleines Lamm am Spieß, weißt du so. Das ist mega gut. Ich meine, wenn das fertig ist, schneidest du dir auch durch. Aber ich dachte, das ist die so halt wie so ein. Bitte lass Bram das nicht auseinander geschnitten haben. Sehr schnell durch sind, aber vielleicht sollen die das auch. Moment. Das ganze Karree auf eine flache Alufolie legen. Okay, also das ganze Karree. Wir müssen den Ofen schon mal vorwärmen auf 150 Grad. Kein Gott, Arschritze. Oh Gott! Ja. Oh Gott! Da war dein Bauarbeiter Nikolti. Oh, sieht man meine Arschritze, so eine Scheiße. Hab ich nicht gesehen. Warte mal, kannst du mal. Oh nein! Ich will das aber nicht mehr. Warte, ich hab gerade tatsächlich. Gerade macht mein TS-Abgang und alles. Okay, wir nehmen wieder auf. Sorry. Flache Alufolie legen. Okay, also das ganze Karree. Können wir kurz überspringen? Ja, überspringen. Oh, ja, schön. 150. Kein Thema. Es geht aber noch. Man sieht ja nur den Anfang. Von beiden Seiten natürlich. Jetzt brauchen wir. Wenn du den Tanga tragen würdest, wäre das sehr geschmackvoll. Ja, total geschmackvoll. Sehr geschmackvoll. Dazu ein Rotwein. Ich hatte mal so einen Elefanten, das ist nicht so angenehm. Ja, glaube ich dir. Seiten die Scheiße wegräumen. Jetzt brauchen wir noch. Nee, aber das Band, was deine Eier spaltet, das ist nicht so schön. Hä, ich dachte beim Elefant. Ach so. Ja, du hast halt vorne Elefanten, aber das ist ja. Ja, nee, ergibt Sinn. Ja. Kannst du nicht einfach links oder rechts an den Eiern vorbei? Nee, das geht nicht. Ja, das fühlt sich aber ganz komisch an. Ja, das glaube ich auch. Warum mir so viel Joke? Ein Stück sogar direkt. Nicht klein gehackt, scheinbar. Mit 3 Knoblauchzehen. Also schlage ich die einfach an. Fertig ist die Kiste, oder was? Ich klopfe die trotzdem mal an. Oh, Alter. Halt auch. Freut dich schon auf Scheiße. Die. Geil, in den Staubsauger rein. Spiel. Oh, nee, sie ist abgefangen worden. Nein, jetzt ist sie im Staubsauger drin. 5 Sekunden. Folge, ja. Aber eine sehr gute. Entschuldigung, ich fand das gerade spannend. Ja, eben, weil wo hast du gerade das hergeholt? Peter hat ja immer das Zeug aus dem die Kräuterbude aus. Du hast jetzt gerade deinen Knoblauch aus dem Staubsauger geholt. Habe ich richtig aus verstanden? Aus dem Staubsauger? Hast du gerade gesagt? Habe ich Staubsauger gesagt? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Ja, dann erzähl halt und dann gucken wir uns das nochmal ganz in Ruhe an. In den nächsten Folgen gibt es einen Weltrekord mit Knoblauchzehen. Das dauert aber, glaube ich. Der dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, 1 oder 2 Wochen. Okay. Da gibt es auf jeden Fall einen Weltrekord. Und dieser Weltrekord wird nicht reingeschnitten. Gucken wir, wie Jay seine Knoblauchzehen aus dem Staubsauger isst. Zimmer an, damit die halt auch.
Scheiße. Geil, in den Staubsauger rein. Oh nee, sie ist abgefangen worden. Nein, jetzt ist sie im Staubsauger drin. 5-Sekunden-Regel. Da fällt die mir voll in den Mülleimer. Ich raste auf. In den Mülleimer! Ja, warum den Staubsauger? Hä? Üble Täuschung bei Pizmi kocht. Ja, ich glaube wirklich, dass es reingeschnitten, oder? Nein. Warum sollte ich jetzt zweimal in den Staubsauger sagen? Weil du zwischendurch einfach andere Begriffe benutzt für Dinge. Weil ich sag den Troll, der von Martin. Also, dass das in den Müll fliegt, das ist ja logisch. Aber warum sollte, da ist ja nicht ein Staubsauger. Vielleicht hast du da den Staubsauger drin gelernt. Ja, aber das ist, also entweder habe ich mich da wirklich hart versprochen, dass ich zweimal Staubsauger sage. Ja, richtig, dass ich zweimal Staubsauger sage, anstatt Mülleimer, obwohl ich Mülleimer meine, weil der Mülleimer logischerweise da ist und bestimmt nicht der Staubsauger da rumläuft. Wobei der Mülleimer halt auch nicht viel geiler ist. Ich meine, was werdet ihr doch von Martin? Wir hören mal hin, ob Martin dann soundmäßig reingestellt. Ich glaube, er hat eine Hex benutzt. Aber ich will zumindest mal einmal behaupten, dass es ja nicht so schlimm ist, Kräuterbutter, die schon mehrere Wochen da im Mülleimer liegt, zu essen. Oder halt mal kurze 5 Sekunden. Die lag da nicht mehrere Wochen, die war da auch nur kurz drin. Wir hatten einfach Pizzabrötchen bestellt, da hat jemand sein Ding jetzt schon weggetan, er meinte, braucht er nicht mehr. Da bin ich hinterhergehechtet und hab gesagt, ich will die Kräuterbutter essen. Hinterhergehechtet, ja, das heißt ja also 2 Wochen später bist du angekommen, bist du im Mülleimer. Wir wissen alle, wie die Story war, du musst halt nicht nochmal erzählen. Ja. Nee, von euch war nur Bram dabei. Die trotzdem mal an. Damit die halt auch. Uns dann noch mal Scheiße. An. Geil, in den Staubsauger rein. Oh nee, das klingt anders. Nein, jetzt ist sie im Staubsauger drin. 5 Sekunden. Das klingt, das ist definitiv reingeschnitten. Weil das nämlich voll der Troll wäre von Martin auch, Mülleimer durch den Staubsauger zu ersetzen. Das ist genau aus der Folge, wo wir Staubsauger-Battle hatten vor ein paar Jahren. Nee, ich nehme mich ganz weit aus dem Fenster. Ja. Martin hat das selbst gesprochen sogar. Das ist dann nämlich derselbe, das ist nämlich dann der Rekorder. Ich höre den Stimmverzerrer. Ich spreche hiermit eine Challenge aus, und zwar an unsere Cutter, für irgendwann Mitte Mai eine Pizmeat kocht Folge komplett zusammenzuschneiden, ohne dass wir was aufgenommen haben. Staubsauger. Da fällt die mir voll in den Mülleimer, ich raste aus. Ich schneide noch kurz die Zwiebel. Die brauchen wir nämlich gleich für die Soße. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist zwischen einer Schalotte und einer Zwiebel. Jetzt kommt das wunderschöne Messergerät. Schaut doch gut aus. Gut, jetzt aber können wir uns, glaube ich, dann Richtung Herd begeben. Das ist keine Emmerwelt. Rundum gut anbraten. Und zwar so, dass das Thymian zwischen Fleisch und Pfannenboden liegt. Wie lange soll ich das denn jetzt anbraten? Das steht jetzt hier nicht. Komm, ey. Oder soll ich das auch in Oliven? Ach, das ist ja schon... 3. Ist ja auch für Lammlachs. Kann das ja... ich weiß. Wieso ich dann braten wir das einmal doppelt? Sorry, warum höre ich mich doppelt? Einfach nur mit 3 Knoblauchzehen und dem halben Thymianbündel. Okay. Lammkarree, nicht für Lammlachs. Drauf. Das machst du sehr schön. Mit rein. Das sieht geil aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht ganz verstanden, warum man die Knoblauchzehen... Also, ich meine, ihr habt die noch angedrückt. Verstehe ich dann wieder. Aber wenn man die nicht andrückt, verstehe ich überhaupt nicht, wofür die da drin mitbraten. Die geben doch überhaupt gar keinen richtigen Geschmack ab. Ich habe das klein gedrückt und drüber verteilt. Müssten die nicht Geschmack an das Fett, also wenn du die entweder, ich weiß nicht, eingerieben habt ihr das nicht, ne? Aber ansonsten müsstet ihr doch Geschmack an das Fett abgeben, oder? Ja, aber irgendwie nicht, wenn's, so, dass ich schmecke. War das nicht für die Soße danach, dass du dann den Sud quasi benutzt für die Soße noch? Ja, aber ich stimme Bram dazu, wenn du die nicht andrückst, dann passiert da nicht so viel, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, haben sie nicht geschrieben. Man muss, glaube ich, bei Chefkochrezepten musst du halt manchmal auch selber mitdenken. Ich meine, ich weiß halt so, nicht aus dem Mülleimer. Ja. Du kannst halt nicht genau die Sachen war. Immer nachmachen. Leider. Packen das erste. Dafür müssen wir Jack Purpose machen. Packen das zweite hier rein. Dann kommen die Zweige so dazwischen. So, und dann muss der Knoblauch da auch noch so drüber, beziehungsweise drum oder was? Es soll unten rauskommen, nicht oben. Okay. So, wir lassen das jetzt einfach mal so sein, wie es ist. Machen in der Zeit schon mal die Pfanne oben an. Das riecht schon mal alles sehr geil. Rundum gut anbraten steht hier einfach nur bei. Das ist die einfache Ansage, die wir haben. Dann können wir ja schon mal die Soße vorbereiten. Dafür brauchen wir klein geschnittene Schalotten. Haben wir. Hui. Und dann können wir schon mal die Sachen mixen, die wir benötigen. Oh!
Ja, nicht ganz, so sind aber... Ne? Doch, ist okay. Ja, ich kenne das auch. Könnte auch so eine, so ein, wie hießen die Dinger, von Alien vs. Predator sein? Nee, so eine Kopfkrabbe. Nein, von Hafen. Mit dem Schwanz? Genau, das ist ja ähnlich. Also entweder die Kopfkrabbe oder ein Head... War das nicht Alien vs. Predator? Genau, Facehugger hießen die. 150 Milliliter Lammfond, aka Kalbsfond, 250 Milliliter Rotwein und 50 Milliliter Balsamico. Okay, Charlotte kann ich auch jetzt schneiden. Das ist eine Charlotte. Also in der Werbung sah das anders aus. Das war, ja, da hat er dreimal draufgeschlagen, aber war das klein. Ja gut, nee, da musst du öfter drauf fahren, das funktioniert aber trotzdem erstaunlich gut. Glaube ich. Aufpassen, dass die Knochen das war meine Instagram-Werbung, dann kam das gekauft. Wie frech. Guck mal, so baue ich mir hier meine eigene Aluschale. Das ist wie eine Auflaufform. Also steht halt nie da, wie lange man das machen muss. Nur 15 Minuten danach in den Ofen. Also ist wahrscheinlich total egal, wie du es anbrätst, danach ist es so oder so durch, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Genug angebraten? Ja. Dann. Wait, das kommt noch in den Ofen. Das heißt, ja. Normalerweise würde ich jetzt tippen zumindest, du brätst es nicht durch, oder? Ja, die Lachse sind ja deutlich dünner als so ein Lammkarree. Ja, und du hast kein Fett, was. Also das trocknet wahrscheinlich sehr viel schneller aus, oder? Ja, glaube ich. Würde ich auch tippen. Hier drauf. Das Lamm ist gut angebraten. Das schicken wir jetzt für 15 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen 150 Grad. Okay, für die Soße die klein geschnittenen Schalotten noch ein wenig andünsten. Dann nehmen wir am besten, würde ich sagen, das hier. Das andünsten. Was sind das für schwarze Klöpse? Go! Das war das Knoblauch. Knoblauch. Ah, Leute, ja, stimmt. Ja, da geht doch was. Sehr schön. Das haben wir auch. Mit ein bisschen Olivenöl andünsten. Wein, Fond und Balsamico angießen und langsam auf 100 Milliliter einkochen. Wie soll ich denn wissen, wie viel dann 100 Milliliter noch sind? Was möchtest du? Ja, sag doch, dass ich dir eine geben soll. Mach A. Oh, lecker eine Kartoffel. Jetzt riecht man. Ich stand halt die ganze Zeit daneben und irgendwann hat sie sich reingetraut, die Hand da reinzuhalten. So, what the fuck? Mach es doch einfach oder sag was. Weißt du, Staubsaugen oder umpacken, ja. Kein Thema. Das, aber mal kurz sagen, könnte ich vielleicht eine Kartoffel haben. Das ist aber ein anderer Tag. Achso, ja, stimmt. Muss man ja auch sagen, ne? Danach hast du sie ja schon gescholten für das Eingreifen, ne? Gut. Ja. Ein ganzen Charlotten Tag kein Essen. Zwiebeln, wie auch immer. Knoblauch. Ich würde sagen, das haben wir erfolgreich angedünstet. Jetzt kommt unser Mix aus Wein, Fond und Balsamico dazu. So, nehmen wir den Fond. 50 Milliliter Balsamico-Essig. Und 250 Milliliter Rotwein. Hat da schon sehr viel. Genau, 250 Milliliter drin. Balsamico-Essig. So, kommt jetzt hier das Zeug rein. Alter, das werde ich doch niemals reduzieren können auf die Menge. Lammfond. Oh, möchte ich mal an der Stelle sagen. Ne? Lammfond, der Einzige, der Lammfond hat. Du? Was? Ja. Kein Plan. Kalbsfond hat auch sehr gut geschmeckt. Das hatte ich einfach noch übrig. Ja. Ich lasse das einfach mal jetzt volle Pulle kochen. Genau genauso. Im Zweifel fülle ich es rüber auf die Pfanne. Oder in eine Pfanne. Kommen jetzt da oben die Schmörkes einfach rein. Dann nehme ich jetzt hier Rind und Schaf. Wie ein geiler Slide ins Bild. Ja, so richtig schön reingekommen, Junge. Ja, das war irgendwie so cool aus. Das Gleiche, das rühren wir mal schön ein hier. Kennt das einer noch von früher? Ex oder Arschloch? Boah! Oi. Ja, Arschloch. Ja. Okay, tschüss, lieber Dornfelder. Wäre so geil gewesen, wenn du die Flasche ex. Ich hätte ja 250 Milliliter nehmen müssen, aber ich musste ja, also die Flasche war ja nur 250 Milliliter. Dann habe ich mir entschieden, nur halb so viel Soße zu machen. Sonst hätte ich ja nichts trinken können. Das wäre traurig gewesen. Ah ja. Einkochen. Und noch 50 Milliliter super guten Balsamico. Oh, das möchte ich aber probieren, glaube ich. Oh. Sieht doch nice aus. Guck dir das an. Das kommt jetzt in den Ofen für eine Viertelstunde und dann muss mehrmals gewendet werden. Und dann schütten wir das darüber.
Alter. Alter, wie viel ist denn das? Okay. Aber ich dachte mir, wir sollten so reduzieren. So ist, glaube ich, besser. Uiuiui. Gut, dass das Fenster offen ist. War viel Qualm, sag ich mal. Ne? Ja, die Platte, die geht auf schneller reduziert. Das ging dann ab. Diese Menge mit Salz und Pfeffer abschmecken und danach nochmal einkochen. Die Reduktion dann nicht mehr kochen. Mit der kalten Soße Stück für Stück binden. Das Fleisch in Alufolie wickeln und auf der offenen Ofentür mit ca. 15 Minuten nochmal ruhen lassen. Dann erst aufschneiden und mit der Soße anrichten. Dann wenden wir jetzt einmal hier, die Stücke. Eigentlich voll simpel, das Gericht. Voll geil. Wenn das nachher gut schmeckt zumindest. Irgendwie sehen die Schalotten ja jetzt gar nicht so außen drin aus. Aber die werden nachher sowieso reingemixt. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Das soll jetzt auch noch ruhen. Und bei uns gibt es heute dazu Backofenpommes. So, wir sind auf 100 Milliliter runter. Das muss jetzt noch einmal durchgemixt werden. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, weil mir das dann doch zu stückchenhaft ist, das hier zu pürieren. Also, let's go. Oh, in der Pfanne. Ja, das ist auch nicht der smarteste Move gewesen. Also, der Pfannenboden freut sich. Das ist ja du berührst ja gar nicht. Ich habe versucht, den Pfannenboden nicht zu berühren. Also, da habe ich mehr oder weniger schon drauf. Ist das Metall? Rotwein. Das Metall? Ja, das Mixer. Ist mit, also ich habe zum Beispiel einen Mixer, der hat natürlich Metall-Schneiden, aber das Ding ist metallischer, Plastik drumherum. Das Ding ist kein Plastik. Okay. Muss aufpassen, weil ich da nicht zu viel rumspritze und nicht den Boden komplett zerstöre von der Pfanne. Ich glaube, das ist somit das Schlimmste, weil ich gerade mache. Ach du Scheiße! Okay, das war kein so smarter Move von mir. Ich püriere nichts mehr, ich bin durch. So, Soße ist jetzt wirklich gut reduziert schon. Deswegen kommt da jetzt noch ein Ticken Pfeffer rein und ein ganz kleiner Schuss Salz. Ja, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Krass, wenn noch ein bisschen Ticken Salz ran. Das war ein guter Ticken Salz. Ja, das ist nicht viel. Okay. Muss ich das hier noch mit ein bisschen Butter binden. Verstehe ich auch einfach gar nicht, wenn du doch so eine Dosierhilfe hast für das Salz, das passieren kann. Vor allem mit einem bisschen Butter, weißt du, ich habe halt, glaube ich, nicht mal die ganzen, da waren 40 Gramm oder sowas sollten da rein. Ja, da sollte eine Menge rein. Das fand ich sehr viel. Ich habe noch nicht verstanden, wie das mit der Butter jetzt funktioniert, was die Butter hier auch macht, verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist sowas. Ist da noch was in der Pfanne drin? Ja, das wurde recht wenig, weil ich ja auch nur die halbe Portion gemacht habe. Okay. Also ich werfe die Würstchen jetzt da rein. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist sowas zum Andicken. Also ich bin echt überfragt. Also jetzt mal ernsthaft. Also das ist ein normaler Move, um eine Soße zu dicken, so wie mit Stärke oder was? Ja, aber das ist dann gibt dann natürlich auch noch so ein bisschen Geschmack ab. Das nennt sich Montieren. Man montiert Soßen mit Butter ab. Hab ich gelesen. Die werden dann aber dicker. Gelesen, sagt er, dass ich bei Jacques Pepin gesehen habe. Nee. Ich kurz gelesen von Jacques Pepin. Die werden dann dicker, genauso wie mit Stärke. Ja. Also aber nicht genauso. Stärke ist seltsam. Stärke ist deutlich heftiger, was Andicken angeht. Also Butterschmutz. Das ist nur noch mal, um so eine Geschmeidigkeit mit reinzubringen. Ganz leichte. Also. Okay. Im Endeffekt ist das klassisch französische Küche, da wird sowieso alles mit 800 Kilogramm Butter gemacht. Damit es geiler schmeckt. Boah, ist schon krass. Ich habe das Gefühl, ich habe fast keine Flüssigkeit mehr. Wie geht's denn hier da? Oh Gott. Es schmörkelt. Also aber viel erlebt von heute, ey. So, schön Meersalz daran. Die Kartoffeln sehen ganz geil aus. Kommt da noch Rosmarin bei? Ich kenne das sogar nicht. Ja, habe ich gemacht, aber es ist klar. Also ich habe schon getrocknetes Rosmarin da aus. Okay. Aber Rosmarinkartoffeln sind ja geil, aber die Schmörkel sind halt geil, weil du halt da dieses große Meersalz da dran packst und dann normalerweise kommt da noch Speck zu, aber das war mir dann doch zu viel für, weil ich halt schon Lammkarree hatte und dann hast du aber schon mit Meersalz. Da hast du aber schon mit irgendeinem Fett angebraten, oder? Also der kommt ja mit ohne alles ein bisschen rein, Öl, aber du musst vorher schon die Kartoffeln einmal gekocht haben. Das ist eigentlich relativ entspannt. Was geil. Und dann sind wir fertig mit den Schmörkels. Und probieren wir jetzt nochmal zu aller guter Letzt. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Ticken salzig, zugegebenermaßen. Das heißt, das ist auch doch salzig. Wollen wir doch mal schauen, was draus geworden ist. Okay, so, die Zeit ist rum. Gehen wir das mal raus. Keine Arschritze! Sehr gut. Wow. Das sieht gut aus. Verdammte Kacke, Alter. Wie macht man das denn vernünftig?
Also wir haben es jetzt so gemacht, wie es da drin steht. Dann ist es so, das ist mir echt zu blutig. Oh ja. Und deswegen würde ich das Ganze jetzt nochmal etwas länger im Backofen köcheln lassen. Dann gucken wir uns das danach nochmal an. Bin gespannt, was für eine Garstufe ich vom Fleisch erreicht habe. Da bin ich sehr gespannt. So, dann schneiden wir den Spaß mal an. Jedes Lammkarree für sich einzeln. Oh, Alter, schön Medium. Aber richtig geil Medium, holy moly. Also hier einmal zur Demonstration für euch. Ihr habt ja unterschiedlich lang angebraten, ne? Also, das ist dann... Ich war zufrieden. Krass, oder? Bin ein bisschen verliebt. Ich war auch richtig happy. Ja, ich versuche das mal schön zu drapieren und dann sehen wir uns sofort beim Probieren wieder. Also, Peter hat Stress und Hunger. Peter hat Hunger. Ja, Hunger ist richtig. Es ist schön rot. Ja, wo sind die Pommes? Gerösteten Spitzkohl, Pommes und eine hoffentlich großartige Soße. Wollen wir es doch mal ausprobieren? Aus. Schön aus dem Milchding. Da kommt normalerweise die Kaffeemilch rein. Ach so, ich dachte, das wäre eine Soßiere gewesen. Nee, haben wir nicht. So sieht das Essen jetzt aus. Ich habe das hier quasi oben das, die Rotweinreduktion reingepackt. Und jetzt fryen wir mal. Jetzt, muss ich sagen. Wie schmeckst du? So sieht's aus. Ein bisschen wie Rotkohl ist es geworden von der Beilage. Also man hätte es auch rausheben können, aber ich glaube, ich finde es lecker. Weil es sind ja eigentlich nur Zwiebeln und Knoblauch. Also Sepp. Das müsste... Flipschwapp. Man merkt, dass Frauen im Haushalt wohnen, sobald man Blumen sieht, an den Stellen, wo die normalerweise nicht stehen. Ja, warte, Christian. Die haben wir geschenkt bekommen. Eieiei. Und die habe ich heute Morgen entsorgt. Oh, die okay. Idee? Nee, das sind Frühlingszwiebeln. Alle Blumen in der Wohnung. Nee, wie heißt die? Frühlingszwiebeln? Diese. Rechts sind Osterglocken. Dahinter die Orchidee ist aus Plastik. Das ist die Blume, die hier halt überlebt. Das ist gut. Das müsste eigentlich lecker geworden sein. Das Fleisch andere stirbt. Sag bitte, dass wenigstens Nina nur Schwipschwapp mag und nicht du auch. Hä, Schwipschwapp schmeckt doch. Hä, Schwipschwapp? Was ist los? Schwipschwapp ist eine Beleidigung für Spezi. Du hast schon meine Liste gesehen, dass ich Schwipschwapp sehr weit über Mezzomix gestellt habe, oder? Das ist die Frage, ob Jay unser React gesehen hat. Mezzomix ist auch eine Beleidigung für Spezi. What, Alter? Jetzt geht los, ey. Da, selbst Blick ist gerade sehr passend. Aber das mit dem Pürieren wäre smart gewesen. Also ja, ich glaube, das hätte auch noch mal mehr deutlich stand gebunden. Stand das in dem Rezept? Habe ich das einfach überlesen? Weil ich habe irgendwie was im Kopf gehabt von sonst draußen. Sonst wären wir, glaube ich, da nicht alle drauf gekommen, das zu pürieren. Okay. Müsste eigentlich lecker geworden sein. Das Fleisch haben wir jetzt noch kurz ruhen lassen. Aber es ist deutlich kleiner geworden, Julius. Ich hoffe, das ist nicht zu durch. Das Lamm ist noch... ganz leicht rosa innen drin, aber eher durch, also so Medium Plus. Wir sind fertig. Ohne alles dazu. Bin sehr gespannt. Probier es einfach so. Geil. Das war lecker. Das war sehr, sehr lecker. Die Soße war awesome. Wobei sich bei mir die Butter, das Fett, von dem Rest getrennt hat. Das ist nicht zusammengeblieben. Das war belastend. Aber nicht wirklich belastend, weil dann hat man das einfach wieder zusammengemixt. Also war saugut, sausimpel. Da war schon eine wichtige Information dann noch. Ein Problem erschaffen und direkt relativieren. Ja. In dem Milchding, wenn du aus diesem Milchding geschüttet hast, kam erst quasi so eine etwas durchsichtige, und dann kam die Soße hinterher. Weil, aufgrund der Butter. Und das hat mich genervt. Da dachte ich, da habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Aber ich weiß nicht, was. Zu lange gewartet wahrscheinlich. Einfach Bindemittel nur, fehlt. Mmh, das ist lecker. Der Eigengeschmack ist schon recht stark vom Fleisch, muss ich an der Stelle sagen. Okay. Gefällt wahrscheinlich nicht. Fand ich sehr, sehr stark. Dann bin ich sehr stark. Sonst finde ich Lamm nicht so krass. Ja nicht also so keine Ahnung, ob das an diesem Neuseeland-Lamm liegt. Oder sowas, das war mir zu krass. Vielleicht habe ich auch einfach ein besonders fettiges Stück oder einen Hammel erwischt. Keine Ahnung. Du hast ja nur die Silberhaut abgemacht und nicht das Fett, ne? Ja. Yeah. Vielleicht, also das dürfte den Geschmack auf jeden Fall verstärkt haben, glaube ich. Ja. Ist mir aber auch, wenn ich aussuchen würde, ein Ticken weniger wäre geil. Mmh. Ja. Oh, das ist lecker. Das schmeckt gut. Also das ist wirklich gut geworden.
auch so vom Kaugefühl ganz nice. Bin ein bisschen enttäuscht von der Soße. Ich habe mir von der Soße mehr erwartet. Sehr geil. Man muss natürlich auf Lamm stehen. Geil. Mit dieser sehr kräftigen Soße dazu. Das finde ich sehr geil. Dazu jetzt noch ein paar Kartoffelchen, Bohnen oder so ein Scheiß. Richtig lecker. Ich gebe. Letztens hat sich Sturmwaffel aufgeregt. Man sagt so viele positive Dinge und dann gibt man eine 8,5. Ich wollte jetzt auch eine 8,5 geben. Warum nur eine 8,5 in Anführungszeichen? Das war sau lecker, das war sau simpel. Aber es gibt Geschmäcker oder Rezepte, die mich noch mehr geflasht haben, die noch geiler sind. Das war sehr gut, aber nur 8,5 gut. Was schon sehr gut ist, war aber nicht... Doch, Freddy, jetzt weißt du mehr, ne? Ja. Ich gebe dem eine richtig leckere 7,5 von 10. Jetzt reacten wir schon. Auf den Reactor. Naja. Ja, nur mit dem Bescheid, dass wir das so gekocht reactet, dann werden wir vielleicht auch euch irgendwann mal ansprechen. Haben wir nicht mal einen React gemacht von jemandem, der unser Kochen geguckt hat? Von Unger, ja. Von Unger, ja. Gemacht. Genau. Lecker. Daumen nach oben. Aber ich kann da nicht mehr als 6,5 Punkte geben. Das ist zwar ein leckeres Gericht und so halt okay, aber irgendwie hat mich die Soße enttäuscht. Aber irgendwie... Die sieht auch ein bisschen traurig aus bei dir, muss ich sagen. Also es ist, also die Zwiebeln haben komplett die Festigkeit aufgenommen und dann so ein bisschen wie bei dir, dann hatte ich so einen schwammigen Teil und die Zwiebeln waren so fest und ja, nicht so geil. Die wichtige Frage, Sepp, ist aber, wie sind die Würstchen geworden? Die waren gut. Einmalhin, wenn die Frau zufrieden ist, ist alles gut. Und die Kartoffeln wurden anscheinend auch gut, weil dann habe ich danach noch diesen fertigen Rosmarin drüber geklatscht, weil es war viel zu wenig, was ich drauf getan habe. Die Kartoffeln sehen auch echt lecker aus. Die waren echt nice. Du hast noch ein bisschen Hunger auf Kartoffeln. Highlight auf dem Teller. Ich liebe Kartoffeln. Wie heute nicht, war nicht das Überraschungsmoment da. Ich gebe 8 von 10 Punkten dafür. Und wenn es euch gefallen hat... Voll Snobby! Ich gebe 8 von 10 Punkten dafür. Das ist so lustig! Ich finde auch, so langsam, wir haben so ein schönes System mittlerweile. Also, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte und ihr seid irgendwie Restaurantbesitzer, ja, wir kommen gerne mal vorbei und bewerten euer Essen. Ja. Oh ja, aber ganz gerne. Finde ich eine super Idee. Aber machen wir ein Video von. Wir sagen auch, was schlecht ist. Stimmt, wir sagen auch, was schlecht ist. Hey, also das muss ja wohl drin sein. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ich mache hier immer die schlimmsten Standbilder von Bram. Entweder hier oder auf Pietz mit TV zum React. Aber wenn ihr das nachkochen wollt, und das kann ich doch schon empfehlen, wahrscheinlich kriegt ihr die Soße auch ein bisschen besser hin als ich. Beziehungsweise bei den anderen Jungs könnt ihr euch auch gucken, wie man das besser macht. Genau hier. Vor allen Dingen die beiden anderen Jungs, wen hast denn du da direkt rausgerechnet? Weil drei andere haben es ja noch gekocht. Ich glaub, weiß ich nicht. Also das können wir jetzt untereinander Christian ausmachen. Christian und Jay und ich noch. Und wenn ihr das nachkocht, dann verlinkt uns gerne auf Social Media. Jetzt kann ich mich nur noch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da. Wir sehen uns hier oder nächste Woche bei Pietz mit TV. Und jetzt besorgt euch ein bisschen mit geilem Essen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss. Oh, vielleicht meint er ja auch Jay und Jonathan. Wer weiß. Ja, ja. Das ist auch die gut, Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Oder Dennis und Bram, man weiß es nicht. Legenden sagen, Christian versucht immer noch Frühlingsrollen zu machen. Bei dem Pietz mit kocht danach ist Christian wieder dabei. Das, was heute online kommt, denn ja, da ist Christian sogar der Dirigent in Anführungszeichen, denn er ist der Einzige, der das Rezept wusste. Und alle anderen wussten nur die Zutaten. Das habt ihr bestimmt alle gemacht, ne? Das war das Bobotier. Bobotier? Bobotier. Was ist denn das? Es gibt ich weiß gar nicht, gibt es immer nur ein Nationalgericht oder gibt es mehrere in den Ländern? Das habe ich nicht verstanden, aber mehrere. Es ist eins der wahrscheinlich Nationalgerichte aus Südafrika. Okay, ich glaube, ich habe dann nicht das Originalrezept gekocht, aber das könnt ihr dann ja bei Pietz mit kocht sehen, das heute Abend online geht. Jay schmeißt Sachen weg, die einen Tag abgelaufen sind, aber ist danach noch Sachen, die schon im Müll oder im Staubsauger. Und im Staubsauger. Ich schmeiß doch nicht. Wie kann so ein Lügenkommentar auf 1251 Daumen hochkommen? Ja, hier, du hast Jay verärgert. Bei Sachen, die abgelaufen sind, wo man dann sieht, ey, da ist schon der Schimmelpilz, hallo. Ja, okay, dann werde ich es natürlich nicht essen, aber... Schmeißt dann sogar Sachen weg, die noch nicht mal nach dem Datum abgelaufen sind. Ich glaube, das ist eine... Finde ich viel geiler. Jay, hoffentlich zerkratzen mir die Knochen nicht die Pfanne. Auch Jay probiert später die Soße. Ja, das verstehe ich. Vorschlag, Frau Dr. Eieruhr schreibt ein Rezept und ihr kocht es nach. Moment, war das nicht so, dass Frau Dr. Eieruhr nicht die beste Köchin der Welt gerade ist? Nein.
Also war es nicht oder du stimmst mir zu? Jetzt bin gar ich nicht gut. Ach so. Nein. Also wir werden dann wahrscheinlich Nudeln mit Ketchup als Rezept haben. Also wenn wir das. Ja, das habe ich in der Uni-Zeit sehr häufig gemacht. Ja, das klingt ein bisschen lame. Dann machen wir selber Nudeln und selber Ketchup. Der perfekte. Nee, ey, selber Nudeln machen ist Hölle. Das kann nicht schlimmer sein als den ganzen anderen Teig-Scheiß, den wir schon gemacht haben. Selber Nudeln machen ist Hölle, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt einfach unnötiger. Das ist gut, wenn Frau Eieruhr dann meinen Job übernimmt, dann habe ich frei, ne? Ja, das ist eine gute Idee, lass das machen. Nee. Doch, du musst dann doch auch kochen. Ja, ich bin dann der dann staubsaugt währenddessen und so, damit dann auch mal mit zurückkriegt. Nein, hier steht ja nur, die soll das aufschreiben und nicht, dass die da eine ganze Folge von aufnehmen soll. Aber sie könnte. Macht sie stimmt, einfach. Guck mal, Tippfehler sind natürlich auch immer gerne gesehen. Generell Steilvorlagen. Immer. Wobei immer noch unklar ist, ob sich jemand vertippt hat oder ob das irgendwie... Ich weiß noch nicht, worauf du dich gerade beziehst, ehrlich gesagt. Naja, die Folge hieß ja erst irgendwie Lahm mit einem M, ja, falls du dich erinnerst in WhatsApp. Ah ja, ich erinnere mich. Da haben wir tatsächlich nicht feststellen können, ob das irgendwo verschluckt wurde, weil auch der Titel so komisch aussah von ach so. Stimmt, wo ist denn jetzt die Webseite die war oder ob das wirklich vertippbar war. Wie hieß nochmal der Titel? Ja, also anders, aber Pizmit kocht Lammkarree war in einer anderen Font. Unsere Cutter haben eine Weiterbildung gemacht quasi zum Thema Titel und Thumbnails. Und dabei wurde gesagt, auch mal eine andere Font benutzen, ist kein Problem. Haben wir die benutzt und dann wurden einfach Sachen weggestrichen. Das war ganz schlimm. Der Titel ist einfach kaputt gegangen dadurch. Okay. Richtig belastend. Also war tipptopp. Und deswegen stand da einfach nur Pizmit kocht Lamm, ohne das zwei, also Lahm. Ohne H, aber einfach nur L-A-M. Wir haben Philipp gekocht, das war schön. Ja, und deswegen Ratespiel, was könnte Pizmit kochen? Lamm, Lampe, Lama, Lametta, Lamborghini. Lamborghini finde ich gut. Ach ja, schön. Sepp hat das mit dem Foodporn etwas zu sehr wörtlich gemacht. Nee, das darüber finde ich viel besser. Ich hoffe endständig, dass das nicht selbst Methode wird, seinen Sohn später mal aufzukochen. Gott. Ist Sandra S. etwa hier bei uns, auch bei Pizmit, hier, wie heißt denn das, Member? Und hat deswegen da so ein kleines. Ja, wahrscheinlich. Boah, krass, Alter. Ein Supporter Sandra auf YouTube. Kann man hier anzeigen, nur Supporter-Kommentare? Nee, kann man nicht. Würde ich auch nicht machen wollen. Also, das war. Würde ich auch nicht machen wollen. Das war eine weitere Folge Pizmit kocht. Heute mit Lammkarree. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaltet heute Abend auf jeden Fall bei der Folge ein. Ich glaube, die wird ganz cool. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.